Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Klaus komplett verbessern könnt. Und hierfür braucht ihr als erstes wieder den Satelliten. Diesen bekommt ihr durch Skeletthaufen, die entweder links oder rechts vom Packer-Punch bei diesen Türmen auf dem Boden sind. Wenn ihr dann den richtigen Haufen aufgemacht habt, dann kriegt ihr hier diesen Satelliten bzw. diesen Mikrowellenschlüssel. Dann braucht ihr die Batterie, die bekommt ihr von diesem krassen Soldaten, der in Runde 9 oder 10 spawnt. Den tötet ihr einfach, hebt die Batterie auf und dann braucht ihr Hirnvorlauf einer Waffe, Leute. Und mit dieser Hirnfäule müsst ihr dann hier im Hotelraum 305 einen Zombie anschießen. Der macht dann diesen Raum hier kaputt. Und wenn ihr dann in diesen Raum reingeht, könnt ihr von diesem Zombie Klaus seine Hände nehmen. Als nächstes müsst ihr hier in die Kleidungsfabrik und unterm Satelliten die Mikrowellenschlüssel bzw. den Satelliten platzieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht runter in den Unterschlupf und baut Klaus zusammen. So, dieser wird dann nach kurzer Zeit aufstehen und wenn er aufgestanden ist, dann habt ihr eine Taktikgranate, mit der ihr Klaus herbeirufen könnt. Jetzt müsst ihr nämlich Kills mit Klaus machen. Und zwar, wenn ihr wieder in die Kleidungsfabrik geht und dieses Arsenal anschaut, seht ihr hier oben so dieses rote Smiley. Sobald dieser rote Smiley grün ist, heißt es, Klaus hat genug Kills gemacht, Leute. Falls ihr in einer Runde nicht genug Kills schafft, könnt ihr das nächste Runde einfach weitermachen. Da müsst ihr einfach die Abkühlzeit von Klaus abwarten, aktivieren und Kills machen, bis ihr dann seht, dass das hier grün ist. Wenn ihr dann genug Kills gemacht habt, dann müsst ihr Klaus wieder aktivieren und hier zu diesem Arsenal locken. Wenn ihr das dann macht, dann seht ihr, dass Klaus hier reingeht und ihr müsst jetzt eine Minute Klaus verteidigen. Die Zombies werden versuchen, das hier kaputt zu machen. Und falls ihr das nicht schafft, Leute, falls das kaputt geht, dann könnt ihr es einfach nächste Runde wieder versuchen. Müsst ihr einfach Klaus aktivieren, hier hinbringen und die Verteidigung starten. Wenn ihr die Verteidigung geschafft habt, dann seht ihr, dass Klaus hier reinkommt und er hat schon jetzt eine gepunchte Waffe. Als nächstes braucht ihr die Taschenlampe und die bekommt ihr, indem ihr Klaus aktiviert und dann hier in diesen Schaltsteuerungsraum hinbringt. Dann schlägt er diesen Schrank hier auf und dort bekommt ihr dann die Taschenlampe mit dem UV-Licht. So, nun müsst ihr so Sicherungskisten finden, Leute. Und zwar gibt es 6 Locations von den Kisten und 2 von den 6 haben rechts daneben, wenn ihr mit der UV-Taschenlampe schaut, so einen weißen Totenkopf und den braucht ihr. Ich zeige euch jetzt erstmal alle 6 Locations. Location Nummer 1 ist in der Hotel Lounge hier an der Wand und wie ihr seht, habe ich da direkt schon den weißen Totenkopf. Location Nummer 2 ist in der Straße in West-Berlin vor diesem Gebäude. Location Nummer 3 ist auch auf der Straße in West-Berlin und zwar gegenüber im Gebäude. Hier seid ihr euch einfach hoch und rechts an der Wand ist die dritte Location. Die vierte Location ist unten in der Geiststation gegenüber von der Munitionskiste an der Wand. Der fünfte befindet sich im Wartungstunnel und zwar hier hinten an der Wand. Und für den sechsten müsst ihr hier auf die Ostberliner Straße. Hier unten zieht ihr euch hoch, Leute. Und in diesem Apartment gegenüber von dem Grabsteinperk befindet sich der letzte Standort. Wenn ihr dann eure 2 Kästen gefunden habt mit dem Kopf daneben, dann müsst ihr als nächstes Klaus dort hinrufen und er schlägt dann diesen Kasten auf und dort befindet sich eine Diskette. Das macht ihr bei beiden, denn wir brauchen beide Disketten. Wenn ihr nun beide Disketten eingesammelt habt, dann müsst ihr wieder in die Kleidungsfabrik zu dem Arsenal, wo ihr auch die Mikrowellenschüssel eingefügt habt und ihr müsst nun Klaus hier hinrufen. Wenn ihr nämlich Klaus hier hinruft, wird er wieder in dieses Arsenal reingehen. Dann müsst ihr noch einmal interagieren, um den zu verbessern. Danach ist Klaus auf Stufe 2 und ihr könnt den noch auf Stufe 3 machen. Dafür müsst ihr erstmal warten, bis Klaus hier fertig ist. Danach markiert ihr wieder hier diesen Arsenal und dann geht er nochmal rein und wird dann komplett verbessert. Also Leute, noch einmal draufklicken, er geht wieder rein, interagieren und wenn er dann fertig ist, ist er komplett verbessert. Seine Waffe ist dann voll gepuncht und er hat eine Munitionsmodifikation auch noch drauf. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gern ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.